Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pineview Drive. Wir sind Tag Nummer 14 und ich bin gespannt, was passiert. Ich habe beim letzten Mal bei Tag 13, genau, hier habe ich jetzt Ende gemacht gehabt. Jetzt muss ich erst mich so ein bisschen zurechtfinden. Das heißt, Orientierung. Wo bist du? da ist es schon wieder. Ich habe heute keinen Alkohol da. Sonst hätte ich das gemacht, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Ganz bestimmt. So. Schauen wir mal, was für Hinweise wir heute bekommen. Oh, da geht's schon los. Dann bimmelt's schon. Telefon klingelt noch nicht. Müssen wir mal gucken. Was war das denn? Vibrator. Hat sich angehört wie ein Vibrator. Ach genau, das war das Blumenzimmer. Ja. Wo wir immer noch keinen Schlüssel, aber hier hängt auch keiner, ne? Liegt auch keiner rum. Zufällig? Ne. Finde den passenden Schlüssel. Jawohl, das tun wir. Irgendwie wissen wir das alles noch nicht. Die Uhr. Sehr schnelle Uhr. Speed. Was war? Das hat geknurrt. Das war ein Hund. Das gehört, das war ein Hund. Ich wollte gerade sagen, und hier ist ein Hundekörbchen, aber das ist ein Fischkorb. Aber ein Hund vielleicht draußen? Jetzt hören wir schon wieder irgendwas rücken. Also, was denn? Nur ein Hund, oder? Ach ja, wir haben ja nicht viele Taschenlampendinger. Das Zimmer kenne ich auch noch. Das Mahlzimmer. Ah. Aber auf jeden Fall, irgendwas wird wieder hier rumgerückt. Das ist das Uhrenzimmer, wo wir immer noch keinen Schlüssel haben. Und wir haben einen Hund gehört. Da. Schon wieder. Ein Hund. Ey. Hund, wo bist du? Na komm. Bello, bello, bello. Wo ist denn das Stöckchen? Tür, Tür. Bello will kein Stöckchen. Ja, aber wo? Wo ist der Wauwau? Also, der kann ja nur draußen sein, ne? Haben wir irgendwie draußen eine Hundehütte oder so übersehen? Also, ich wüsste jetzt eigentlich nicht. Wow! War der Hund. Super, danke. Alter. Ach ja. Und täglich grüßt die Gänsehaut. Ach, war das doch herrlich, oder? Das war doch, ach, top. Die hat mich auch gar nicht erschrocken. Mm-mm. Überhaupt nicht. Ach nee, Quatsch. Was mache ich denn hier? Falsch laufen, das mache ich hier. Das heißt, wir haben einen weiteren Schlüssel. Yay! Wo konnte der reinpassen? In welcher dieser 20 verschiedenen Türen? Ah, Ding Dong. Hallöchen. Oh, die Speisekammer. Äpfel. Gammelfleisch. Batterien. Streichhölzer haben wir genug. Linda und ich wollten uns den alten Friedhof ansehen, aber das Tor dorthin ist fest verschlossen. Besser ist das. Ja, das ging ja schnell. Das war super. Und das, Moment. So. Das Geknurre
konnte ich sogar identifizieren als Hund. Nur ich dachte eigentlich, der ist irgendwie draußen in der Hundehütte und nicht direkt vor der Tür, dass man da direkt den Schock seines Lebens kriegt. Aber jetzt schnell bewegen. Ist ja gerade hell. Hell. Es ist Licht. Es ist noch Licht da. Ja, ja. Ding dong. Da, die Uhren, die gehen schon wieder los hier. Die drehen schon wieder am Rad. Oh, es hat sich angehört wie Strom gerade, oder? So. Eichhölzer. Kein Schlüssel? Echt nicht? Wir haben hier 3 Pakete Streichhölzer, aber keinen Schlüssel. Seltsam. Sehr seltsam. Ist ja nicht schlimm. Curse, hi, ist nicht schlimm. Aber lieb von dir, meinen Folgentimer habe ich schon gestartet. Dankeschön. Ja, es wird ja, wie ihr in den Folgen wisst, oft vergessen. Unser Folgentimer. So. Ich glaube, meine Fratze sah gerade sehr lustig aus. Aber ist ja nicht schlimm. Ding. Ja. Ist ja super. Ich meine, so, geht das hier? So, haben wir ein bisschen Licht hier. Ich fand das jetzt ja cool, dass ich direkt einen Schlüssel hatte und so, aber... Ja. Hm. Bin ich wieder gar nicht. Aber ich höre Leder. Wir sagen ja dazu jetzt immer Leder. Das ist noch nicht... Weiß, es ist ein Geräusch von Leder, wenn sich jemand bewegt, so altes Leder, altes Leder, ganz altes Leder. Da holen wir uns direkt wieder ein paar Streichhölzer. Wo sind sie denn? Da, so, zack. Weil jetzt machen wir mal hier ein bisschen Licht an. Das geht ja mal gar nicht. Es ist einfach viel zu dunkel. So, da, schaut. Sieht das nicht schön aus? Viel freundlicher. Ach, das. Okay. Also irgendwo wird wieder was hin und her gerutscht. Ja, nur wo? Wir sind ja schon ganz oben. Nein! X da. Ich hab noch ein bisschen. Hier geht's, glaube ich, nach draußen, ne? War schon wieder irgendwas. Ja, aber ich glaube auch nicht wirklich, dass wir nach draußen müssen. Hä? Ich glaube, die Wand ist kaputt. Musste mal restauriert werden. Restauriert, restauriert. Bitte einmal neu machen. Ist kaputt. Bin ich nie gut. Ja, hier waren wir ja gerade, ne? Hm. Miau! Schlüssel hast du mir auch nicht da gelassen, ne? Also ich glaube, wenn ich selber da rumlatschen müsste, dann würde ich auch so viel Angst haben. Aber irgendwann, Ich kann echt nichts jetzt sagen, von wegen, ich mag das Spiel nicht, das ist doof, gar nicht. Aber irgendwann gewöhnst du dich so ein bisschen dran, auch an dieses Psst. Du gewöhnst dich einfach dran und deswegen, ja, ist ein bisschen schade. Ne? Gern. Da. Ist ein bisschen schade. Aber ich meine, dann kommt ja zwischendurch sowas jetzt wie der Hund oder so, das schockt dann auch nochmal. Ganz gut, so ist es nicht. Das hat es auf jeden Fall in sich. Da haben wir gerade geguckt, ne? Ich gehe jetzt einfach nochmal hier oben gucken. Ah, nee, hier ist Quatsch.
Weil da hatten wir nämlich jedes Zimmer offen. Dann müssen wir erstmal wieder runter, würde ich sagen. Unser Typ hat auch schon lange nicht mehr so gesagt, hey, lass uns doch mal da und da gucken, weil vielleicht finden wir ja da etwas. Gar nicht mehr, ne? Das ist das Tic-Tac-Zimmer, ja? Nee. Was ist denn? Ach ja, genau. Jetzt sind wir einmal im Kreis. Ich kann das mal grauen, auch wenn das so dunkel hier ist. Das ist nämlich gar nichts. Vielleicht hier nochmal reingucken. Sieht aber schlecht aus. Hast du schon wieder irgendwas gehört? Das ist aber... Irgendwas bewegt sich hier im Haus. Irgendwas bewegt sich hier im Haus. Ja, das ist mir klar. Vielleicht der... Ja, weiß nicht. Hier ist ja nichts. Hier bewegt sich einiges. Uhren bewegen sich. Aber... Vielleicht der Clown? Vielleicht der Clown. Machen wir einfach mal. Wir haben jetzt wirklich hier unten schon, also da oben jetzt schon fünfmal alles abgesucht. Das schauen wir uns hier nochmal um. Würde ich sagen. Kann auch nichts sein. Nein, machen wir das. Ich kann auch von den Geräuschen her nicht sagen. Echt nicht. Wo sich da was bewegen könnte. Also. Saß diese Clownpuppe nicht vorhin noch auf ihrem Hocker? Yay! Habe ich es nicht gesagt? Clown? Hm? Hey? Ja, Clown. Clown. Clown hat sich bewegt. Hat gesagt, tschüss. Ich gehe jetzt nach Hause. Vielleicht geht unsere Taschenlampe wieder aus. Dann schimpft ihr wieder mit mir, weil ihr nichts seht. Ihr auch nichts. Nein. Nein. Und? Ja. Schlüssel. Yay. Zimmer kenne ich doch. So. Hä? Streichhölzer? Nee, hier waren wir noch gar nicht. Nö. Das ist neu. Oder doch nicht? Das ist immer alles so verwirrend mit so vielen Gängen hier. Jetzt geht gleich das Telefon. Passt auf. Na? Okay. Ah, super. Nun gut. Das Telefon. Es klingelt. Nun gut. Ich würde trotzdem sagen, ich beende jetzt diese Folge. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Und ja, wenn ihr Lust habt, bis zum nächsten Mal. Lasst mir ein Like da. Ein Abo. Und ja. Tschüss.